Willkommen zurück zu Silent Hill 4 The Room. Unglaublich, endlich schaffe ich es mal wieder, hier auch weiter aufzunehmen. Ich war auch gerade schon in der Kiste und habe ein bisschen was zurückgepackt, weil ich mich erinnere, dass wir da in diesem Raum im Krankenhaus, wo wir uns ja jetzt seit Neuestem befinden, da ja noch die Ampulle einsammeln musste. Gut, dass ich selber auch meine Videos reingucken kann. Und dann immer weiß, was habe ich eigentlich zuletzt gemacht und was wollte ich eigentlich noch machen. Das vergesse ich gerne mal. Ja, ist richtig geil hier. Ja, ich nehme jetzt mal die Karte und ich meine, das war dieser Supply Room, wo ich die Rübsmonster genau fertig gemacht habe. Und na, und hier ist jetzt auch nämlich die Ampulle, die ich nehmen kann. Ja, ich kann sie jetzt nehmen. Es stellt einen großen Teil der Gesundheit wieder her und dies über einen gewissen Zeitraum. Das ist super. Dann würde ich auch nochmal die eben ausrüsten, damit ich... Nein, damit ich die kurz laden kann. Kann ich die mal kurz... Nee. Ja. Okay, ein Schuss noch übrig. Wenn ich einen verballern sollte, dann haben wir auch nochmal ein bisschen mehr Platz im Inventar. Aber wenn ich kann, dann mache ich hier weiter mit meiner Axt. So, ich kann jetzt hier direkt rechts neben mir rein. Oder auch nicht. Doch, kann ich. Oh, was haben wir denn hier? Okay. Es ist das Krankenblatt eines Babys. Und weiter? Es ist das Krankenblatt eines Babys, okay. Hier haben wir einen Erste-Hilfe-Kasten. Uhu, wir haben jetzt sogar zwei. Das könnte uns behilflich sein in Krisenmomenten. Ja. Gut. Mein lieber Henry. Ja, es ist das Krankenblatt, aber was machst du mit dem Krankenblatt? Es ist das Krankenblatt eines Babys. Kann ich hier irgendwie was cuttern? Nee. Ich habe ja einen Cutter jetzt. Dann nicht. Gut. Dann müsste ich, glaube ich, in die auch nochmal. Ach, hier ist das Treppenhaus. Ach so, okay. Und dann kann ich hier nach oben. Okay, schön. Gut zu wissen. Und was ist dann das? Es ist ein Aufzug, aber die Tür oder die Taste ist kaputt und er reagiert nicht. Okay. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Welche Türen fehlen denn jetzt noch? Die da vorne links müsste ich dann auch nochmal. Ja, mehr kann ich nicht tragen, habe ich mir gerade fast gedacht. Es wird immer besser, mehr kann ich nicht tragen. Die Lampe ist kaputt und liegt auf dem Operationstisch. Mhm. Es ist ein Bett auf Rädern, damit schieben sie wohl Patienten herum. Ich frage mich, ob Eileen in diesem Zimmer ist. Wenn Eileen in diesem Raum wäre, dann würdest du sie doch sehen, oder nicht? Kann ich hier auch raus? Gibt es da jetzt noch eine Tür? Bin ich jetzt... Nee. Okay, hier ist also auch noch was. Dann machen wir das mal so, dass ich die jetzt ausrüste, damit ich den einen Schuss wegkriege. Dann kann ich die Ampulle mitnehmen. Sonst vergesse ich die noch. Und dann müssen wir jetzt hier noch weitermachen. Da? Stirb! Alles klar. Da war sie auch schon weg. Oh, das Ding lebt noch. Was ist das für ein Geräusch? Das ist ein seltsames, menschenförmiges Objekt. Ja, lecker. Warum ist das so gruselig hier gerade? Ja, schön. Ja, okay. Fuck. Hört auf damit. Hört auf mit den Schiebegeräuschen. Blutiger Operationstisch, dieser Kerl. Was um Gottes Willen hat er hier gemacht? Oh, bitte lass da nicht sein, ey. Oh, das ist ja wohl richtig gruselig gerade. Ja, ich hab's begriffen. Kannst die Säge nicht nehmen? Nimm mal die Säge. Und was sind das hier? Das sind bestimmt die möchtegern Krankenschwestern, die in den anderen Teilen einfach nur anders aussehen. Du kannst hier um die Ecke gehen, aber du kannst es nicht mitnehmen. Ja, dann lass sie da liegen, dann.
Dann nicht. Dann, ja. Tschüss. Gut. Wo war jetzt der Raum mit der Ampulle? Shit. Ich glaube, hier der direkt, der nächste hier war das, ne? Ja. Ja. Super. Voll ausgestattet. Geht es los? Wenn ich einfach mal geradeaus da hinten durchgehe, geht das? Kaputt. Okay. Da war aber noch eine. Und zwar die hier um die Ecke. Die da. Kaputt. Ey! Wo kommt ihr denn her? Huch. Auf einmal geht das Vieh hier los. Ja, dann bleibt einem ja gar nicht mal... Okay, es ist abgeschlossen. Das heißt, wir können es vielleicht irgendwann nochmal aufschließen. Dann müssen wir jetzt eigentlich ins Treppenhaus. Und zwar... Orientierungssinn, Orientierungssinn. Orientierungssinn, wo bist du? Da. Quatsch. Nee, das war nicht der Raum. Aber ich bin doch hier richtig, oder nicht? Ach, die Tür war das. Okay, deswegen... Genau, weil ich wollte jetzt in den Flur und ein Stockwerk ändern. Ab in den zweiten. Herrlich. Ach, geht gar nicht? Doch, geht. Was? Okay. Ich muss da jetzt, glaube ich, immer abhauen vor den Rollstühlen. Hier sind viele Medikamente, aber ich weiß nicht, wozu sie dienen. Wo guckst du hin? Oh, ich kann nicht mehr tragen. Scheiße, es ist eine Art Haut. Es stinkt furchtbar. Es steckt etwas darin. In der Mitte der Haut auf der Innenseite hängt noch etwas Fleisch. Iu. Iu, was? Sieht also, ja, 1000 Spritzen in so einem Art Fleischhaut-Ding. Kann ich das tatsächlich ekligerweise wegkattern? Nein. Okay. Also ich kann da jetzt nichts machen, ja? Ja, toll. Schön. Gut. Ich weiß jetzt schon wieder nicht, außer Laden, was ich da draußen machen soll. Ich kann das nicht mitnehmen. Das ist schon blöd. Schon leicht doof, dass ich das jetzt nicht mitnehmen kann. Hm. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Wow, wow! Oh. Ja, okay. Ist okay. Er kann nicht mehr tragen. Was soll ich denn machen? Noch so ein Energy-Ding. Shit. Komm. Ich will. Ich bin. Nein. Hartnäckige Viecher. Die voll eklig sind. Die sind so... Naja, super, ja, halt eklig. Es ist ein ein steriles Zimmer. Total. Ich finde es auch total steril hier. Seht ihr bestimmt genauso. Verarsche? So, was haben wir hier Schönes? Dieses lange Ding, was zum Teufel ist, das ist eine Art Nabelschnur. Schon wieder die Nabelschnur-Assoziation. Yay. Werden hier diese Krankenschwestern gezüchtet oder wurde hier irgendwas mit Babys gemacht? Okay. Wenn jetzt aber irgendwas ist zum Einsammeln, ich kann nichts tragen. Oh Mann, das stinkt ja höllisch. Was zum Teufel ist das? Ja, es ist echt schön hier. So, ich brauche mal einen Überblick. Ach, jetzt die schon wieder. So. Was ist das hier? Es ist die Leiche eines Mannes. Mehr nicht?
Mehr sagst du dazu nicht. Ja, hier wurde ein Mann getötet, das ist ja schön. Da frage ich mich an solchen Stellen natürlich mal wieder, wer könnte das sein? Vielleicht aus einem anderen Silent Hill Teil. Gibt es hier wieder eine Verbindung oder so, von der ich nichts weiß? Tja, man weiß es nicht. Also ich weiß es auch nicht. Kann dazu nichts sagen. Was ist das hier? Vertrocknete Blumen. Vertrocknete Blumen? Wie wichtig. Oh, und hier haben wir was? Nein, da steht doch was vor deiner Nase. Mehr kann ich nicht... Oh. Wie geht's denn ihm? Können wir das nicht mal sehen? Ah, okay. Ihm geht's eigentlich viel zu gut. Ich mach das jetzt mal anders. Ich lauf jetzt mal zurück zu unserem Loch und pack da mal ein paar Sachen weg, weil, obwohl ich jetzt schon am Anfang extra Sachen weggepackt hatte, ja, reicht das ja anscheinend nicht aus. Ich geh jetzt nochmal in den Waschraum. Wo ist der denn nochmal? Hier direkt rechts. So. Ja, weil ich will das jetzt nicht grundlos verbrauchen. Ich weiß aber auch nicht, was ich sonst gerade machen soll. Könnte auch noch mal einen Revolver oder so wegpacken. Also ich glaube, wir kommen mit der Muni im Moment auch so ganz gut aus. Zwei Räume mit noch Ampulle und was weiß ich. Das will ich jetzt aber auch nicht stehen lassen, weil ich nicht weiß, was noch kommt. Und später bin ich vielleicht froh, wenn ich es habe. Deswegen nehmen wir das jetzt mal mit und packen Sachen in die Kiste. Ich denke, das ist besser, als das einfach sinnlos zu verbrauchen. Yo, was packen wir denn mal weg? Also hier haben wir ja nochmal Muni extra, dann packe ich mal den kurz weg. Und das Cutter auch kurz, obwohl ich nicht weiß, ob das für irgendwas noch gut ist. Sektenspray, Weinflasche. Weiß ich auch nicht, wozu wir die Weinflasche brauchen. Brauchen wir die zum... Ich weiß nicht, ob das eine Waffe sein sollte oder ob ich vielleicht die Blumen ja gießen könnte mit irgendwas. Vielleicht könnte ich die Flasche mitnehmen und die mit Wasser füllen. Aber wenn da noch Wein drin ist, wahrscheinlich nicht. Ja, ich nehme mal das Cutter mit für den Fall, dass ich es doch brauche. Die Axt lasse ich mal als Nahkampfwaffe, das lasse ich auch drin. Hier können wir mal eins davon wegpacken und weil wir ja da unten noch mehr gefunden haben, machen wir das mal so. Und ich hoffe, ich brauche die Weinflasche nicht. Ich hoffe nicht. Achso, ich muss ja gar nicht mehr hierhin. Stimmt, ich habe ja jetzt einen neuen Locheingang. Ha. So. Ja. Na dann, nochmal. Und warum sind da im Krankenhaus auch diese Rollstühle, die sich von alleine bewegen? Aber man kommt halt rein und denkt, wow, Hilfe. Na gut. Auf ein neues. Achso, ja, ich muss ja mal hier die Waffe ausrüsten. Und dann hier wieder durch. Hat ja lange, nicht so lange gedauert, Gott sei Dank. Dann kriegen wir das auch hin. Ach ja, ich laufe hier immer. Ich will immer noch einen höher. Irgendwie. Ah! Ja! Okay. So. Kann ich schon mal die eine Sache mitnehmen? Ja, den nehme ich mit dem Nährstoffdrink. Wo war jetzt noch was? Hier? Nee. Bei dem war nix. War hier was? War ich hier überhaupt schon mal drinne? Hey, was ist denn hier für ein Raum? Guck mal, wenn ich stehen bleibe... Achso, ich dachte, das zoomt dann so merkwürdig ran. Komisch. Oh Mann, oh! Das ist voll doof. So, und das wollte ich noch, genau. Pistolenkugeln. Haben wir da auch nochmal noch mehr Muni? Ja. So schnell. Ja, wenn die da auch direkt vor meiner Nase sind, was soll man da machen? Leckt mich doch. Jetzt frage ich mich, wo war ich überhaupt schon drinne? War ich bei ihm hier schon? Nee, ne? Doch, bei der Leiche waren wir schon. Was ist mit gegenüber? Waren wir auch schon? Dann nehme ich mal die nächste rechts, oder? Nee, hier waren die Blumen, ne? Genau, ich wollte das mit den Blumen auch noch machen hier.
Ich denke, es kommt hier. Nein, auf das andere. Nimm das mal hier. Was ist die Flasche da? Oder eine heilige Kerze. Was? Spezielle Kerze gegen Geister beginnt zu wirken, kurz nachdem sie angezündet und abgestellt wurde. Ah, okay. Ja, stimmt. Die habe ich ja völlig vergessen. Und die vertrockneten Blumen halt. Ja, okay. Mhm. Schön. Was haben wir hier? Noch mehr? Ja. Was ist denn auf einmal los hier? Auf einmal findet man so viel Vorräte. Dann muss man doch nach Hause und... Was ist das hier überhaupt? Hä? What the... Voll der Spiegel, ne? Ein steriles Zimmer. Welches ist das sterile Zimmer? Ja, also es geht irgendwie wieder in so eine Spiegelwelt rüber. Und ich kann den Nährstoffdrink nicht mitnehmen. Wie geht's ihm? Ich kann das nur immer sehen, wenn ich hier das hier mal ausrüste. Nee, geht noch. Okay. Aha. Und noch so ein Medaillon wieder. Oh Mann, das will ich aber auch haben. Oh Mann, oh. Das ist voll ätzend, oder? Jetzt kann ich schon wieder rübergehen in die andere Welt. Das nervt mich jetzt aber. Kann ich nicht? Dann gucke ich erstmal. Guck mal erstmal, was hier noch so ist. Was ist hier? Ein Schatten. Ein Schatten. Was? Mehr kann ich nicht tragen. Ich will aber wissen, was das ist. Und wieso bewegt sich hier der Schatten? Von allein. Warum bewegt sich hier ein Schatten von allein? Hä? Nein! Wie merkwürdig. Ich muss zurück oder ich muss Feinde töten, dann verballere ich Munition. Die zum Beispiel. Die zum Beispiel. Die auch bitte drauftreten. Die andere auch. Ist die andere wirklich tot? Jetzt auf jeden Fall. Tot? Beide? Schön. Es ist eine Art Haut. Es riecht so übel. Es muss relativ neu sein. Mein Gott, ist das menschliche Haut? Igitt. Wer macht denn sowas? So voll Outlast-mäßig irgendwie. Halt irgendein Irrer. So, kann ich jetzt neu laden? Dann habe ich auch Platz. Das ist ja schön. Dann kann ich diese komische Karte, die da war, nämlich mitnehmen. Was haben wir denn hier? Ich will jetzt wissen, was das ist. Revolverkugeln. Das waren Revolverkugeln? Das war doch was Grünes. Wieso habe ich jetzt Revolverkugeln? Na gut, die gegenüberliegende bitte. Ja, schön einladend. Was zum Teufel? Ich sehe Beine unter dem Tuch hervorstehen. Ja, ich nehme an, da hängt jemand, Henry. Es hängt da einfach jemand. Wer auch immer das war, ich will hier weg. So, dann die nächste. Oh nee. Kommen die jetzt hoch? Nee, die sind unter mir. Aber da muss ich bestimmt auch noch hin, ne? Das ist ein Raum voller Viecher dann. Ach, die habe ich schon... Ach so. Hier. Diese Wand soll wohl Selbstmorde verhindern. Ich würde eher sagen, damit kann man wunderbar Selbstmord begehen, aber okay. Dieser furchtbare Geruch, was ist hinter diesem Tuch? Willst du es nicht wissen? Ha? Ii. Ich kann da sogar drauf hacken? Ii, das kann man doch sonst gar nicht. Ui, und das macht auch so ein Matschgeräusch. Uah, nee, lass das. Henry, lass das. Ja. So. Aber schnell rein mit dir hier. Was haben wir hier? Da liegen Röntgenaufnahmen auf dem Boden. Eileen?
Das sind einige Röntgenaufnahmen an der Tafel. Da sind einige Röntgenaufnahmen an der Tafel befestigt. Sind das Alins Röntgenaufnahmen? Ich weiß es doch nicht. Da hängen Fotos an der Wand. Röntgenaufnahmen? Hä? Und was soll einem das jetzt sagen? Oh, ich kann hier ganz langsam nur gehen, als ob der Boden klebt. Was ist hier? Ach da, guck mal. Guck mal. Mehr kannst du nicht tragen, das ist ja super. Ganz toll. Es sind schon zwei Sachen, die wir noch einsammeln müssen und ich muss die Räume nochmal abklammern, um überhaupt zu gucken, welche das denn jetzt waren. Aber es gibt ja immer noch welche, die wir noch nicht hatten. Hallo? Und man weiß immer nicht, was kommt, ne? Man weiß nicht, was kommt. Das Glas ist zerbrochen. Was ist hier? Ich kann jemanden jenseits des Metallnetzes sehen, aber er bewegt sich nicht. Ist das eine Leiche? Wie? Ein furchtbarer Gestank geht vom zerbrochenen Glas aus. Eww. Und ich kann das hier bestimmt mitnehmen, will ich aber gar nicht. Ich will den blöden Golfschläger gar nicht. Der braucht schon so viele Golfschläger. Nee, wir haben ja noch in unserer Kiste sogar welche. Verschlossen. Was ist hier denn? Das ist irgendwie voll krank. Was? Das ist Aileens riesiger Kopf. Hi, Aileen. Und warum stöhnst du so rum? Findest du das geil, dass dein Kopf hier ist? Ich finde das gar nicht geil. Mit deinen ekligen Augen. Und die verfolgen ihn. Und warum ist sein Kopf, dass ich da, ich... Ja, okay. Alles klar. Mhm. Okay. Mehr kann ich nicht tragen. Das ist eine Cobra. Und die hat einen Schlüssel für uns. Ich werde nochmal zurück müssen. Ja. Das mache ich ja allzu gerne hier. Diese ekligen Dinger fertig machen. Es ist nass vom Regen. Weiß ich nicht. Ist hier irgendwas? Warte mal. Nass vom Regen. Kann man dann jetzt nicht, man könnte doch dann hier sehr gut Wasser holen für die vertrockneten Blumen, oder nicht? Oder nicht? Aber mit was? Vielleicht mit dem Eimer hier? Kannst du den Eimer nicht nehmen? Nee, der hat auch ein Loch, glaube ich. Hm. Wie sieht's aus mit, okay, da war verschlossen. Ja, zwei Räume, wo ich noch was holen muss. Wow, die Räume, ja. Ebe. Ja, komm. Nein! Hilfe! Okay, noch einen weiter. Da. So, hier gehe ich jetzt mal wieder schnell zurück und ich gehe natürlich mit euch zusammen, weil ich ja immer nicht weiß, was ist, wenn ich wieder durch das Loch gehe. Oh, jetzt bin ich schon wieder zu weit. Ich bin es immer gewöhnt, dass ich viel weiter laufen muss noch. Okay, das war irgendwie leicht unheimlich. Bisschen mit dem Kopf von Aileen. Aber naja. Die hängt halt gerne mal so in der Gegend rum. So. Jetzt bin ich wieder hier. Ist hier irgendwas Neues, wenn ich jetzt hier durchgucke? Nein. Okay, ich will jetzt auch nicht bei Aileen rüber gucken. Ich werde jetzt einfach nur mal ein paar Sachen hier noch lagern. Verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 4 The Room. Bis dann.